Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit dem Manni, dem Michael, dem Paul, dem Uwe. Ich weiß gar nicht, ob er da ist, aber mal gucken. Hallo. So, der wollte eine Räusche angehen. Ach, ja. Okay. Alright. So, Feld 31 habe ich gesehen, ist 1 reif, ne? Ja. Okay, da werde ich direkt mal starten. Warte mal, da hinstellen ist irgendwie doof, ne? Ich bin noch auf die Idee gekommen, dass das doof sein könnte. Warum ist denn... Oh, die Astra ist wieder da. Hallo Astra. Ah, hallo Astra. Wer hat denn hier... Sie reden uns. Man weiß es nicht. Wer hat denn hier was hingesehen und warum soll das erntereif sein? Ich mal das mal kurz weg, ne? Stört. Wo hat einer was hingesehen? Ja, hier beim Trigger der Enten, da war so ein bisschen... Ich denke, da hat einer geschlafen, während er war abwesend, als er die VCA-Bahn drin hatte. Ich denke, dass auch... Hast du letzte Woche geweigert zu ernten? Ja, alles gut. Ich habe es gerade einfach übermalt. Perfekt. Ich muss gerade noch mal gucken, ob das hier wirklich noch steht. Sah gerade so stoppelig aus. Ne, ist Sojabohnen, hab ich schon geguckt. Manni? Ja? Du hast die Einzelkorn dran, gell? Ja. Kannst du ja auf Feld 50 auch machen, das hab ich gekruppert jetzt. Ja, was soll denn da drauf? Irgendwas, was Einzelkorn geht. So, ist ja gut. Ich hab mal gedacht, mal ein anderes Feld, weißt du, was Einzelkorn kriegt. Auf welchen? 50. Okay. 50. Darfst du ja auch so was drauf, lässt. Mach ich. Haha, wir können lästern, sie hört uns nicht mehr. Wir können Richo Astra weglästern, oh Gott. Sehr gut. Jetzt geht's aber ab hier. Aber als würde... Warte. Guten Abend. Hallo, Ruby. Hallo. Bibi. Ja. Was geht ab? Alles, was hier angebunden ist. Alles, was Beine hat. Aha. Nee, wo? Hallo. Wo sind wir? Wie war's? Ja, ich sag mal. Aber, Mia, wie war's denn bei dir auf dem Wasser? Ich hab das sehr Bild schön, heute Morgen schön, gesehen und fand es tatsächlich sehr schön. Echt Glück gehabt heute. Mit dem Wetter meinst du? Gestern hat es Strömen geregnet, bei uns zurück, durch Strömen. Bei uns hat es heute Morgen, also bei uns hat es gestern Abend richtig gescheppert. Und heute Morgen auch noch. Also den ganzen Tag gestern. Boah, das ist, da freut man sich. Gestern Morgen um 7:30 auch schon hat geregnet, wie ich gestern Abend um 12 im Bett bin, war es immer noch am Regnen. Ah, schön. Also es hat gestern nur einmal geregnet, hat dann nicht mehr aufgehört. Ja, einmal und das ist immer. Genau. Auch halb 10 hat es, glaube ich, angefangen. Und dann die ganze Nacht, glaube ich, durch. Ja, ich weiß nicht, wann tatsächlich, wenn es bei uns angefangen hat. Ich habe es nicht genau mitbekommen. Angesagt wurde ab irgendwie 8 Uhr schwerer Regen. Ja. Also ich brauche halt auch keine Blumen gießen, weil meine Blumentöpfe laufen rüber. Genau, also bei uns hat es auch die ganze Nacht durchgeregnet bis heute Morgen. Bin noch einmal ordentlich nass geworden in der Hunderunde und dann wurde es irgendwann ein bisschen weniger, hat aufgeklärt. Bei uns war der Morgen ein bisschen bewölkt. Aber so gegen 10 kam die Sonne raus. Und seitdem war es wunderschön, wir hatten fast 30 Grad heute wieder. Boah, krass. Okay, so war es bei uns nicht. Vielleicht so 23, 24 hätte ich jetzt gesagt. Ja, 23 war es heute. Ja, aber traumhaft schön. Genau, eigentlich ist Nachteil, die ganze Freizeitkapitäne waren noch unterwegs. Meinst du, jeder hat am Sonntag mal sein Schiffchen rausgeholt, oder? Ja, das merkst du immer, wenn die unterwegs sind. Echt, ist das so? Ja, die halten sich nicht an alle Vorschriften, die man sagen muss. Wenn Leute am Üben sind, wir trotzdem vorbeigefahren, voller Speed. Okay, also ihr wart heute auf Übungsfahrt? Ja, wir haben heute Ausbildungsfahrt gemacht. Ah. Wir hatten dann auch einen Einsatz währenddessen. Ja. Ein Jetski retten. Beim Absaufen war. Ach schön, ja, nee, das kann man ja mal so machen, ne? Der hat irgendwie eine Undichtigkeit gehabt, der hat Wasser angesaugt. Das willst du aber irgendwie auch nicht haben, ne? Ja, haben wir also unsere Fender abgemacht und den unterbaut. Damit wir ihn dann mit der Rohplatte haben wir dann lang geschleppt. Ja, gewusst wie, ne? Also. Ja. Muss man ja. Wir waren mit zwei Booten unterwegs. Von allen die Fender ab, hatten mal 8 Fender und die als Auftriebskörper und runtergebunden. Und den Jetski drunter gepackt. Musst du dafür einer ins Wasser oder habt ihr das so hingekriegt? Wir haben das Ding an Land gezogen, dass der auf Grund lag. Und dann halt kniehohes Wasser konnte runtergehen.
Ah, okay. Ich habe mir eben, genau, weil ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob man unter so einem Jetski, was so halb am Absaufen ist, so gut durchkommt, dass man das fest befestigen kann. Wir haben das gemerkt, Gott sei Dank, und dann sind schon mal Richtung Ufer gefahren, den Rest haben sie weggezogen. Dann haben wir das Ding unterbaut. Naja, okay, verstanden. Na, das geht ja noch. Ja, lustig, mal was Neues. Absolut. Wird dann nicht langweilig, ne? Ja. Sehr schön. Aber du warst auch gut eingecremt. Auf dem Wasser spiegelt es ja direkt auch nochmal zurück. So einmal von oben und einmal von unten. Ich hab die Kappe auf. Ah, okay. Auch gut. Muss reichen. Ja, muss reichen. Sonnencreme braucht man nicht. Hauptsache Sonnencreme braucht ungefähr 10 Milliliter im Jahr. Echt? Das ist, wenn ich im Urlaub bin, dann benutze ich das zwischendurch mal, wenn ich vorhabe am Strand zu liegen. Also es ist ein Tag, ungefähr 2 bis 3 Stunden. Sonst kennt der Mann keinen Sonnenbrand. Nein. Kenn ich aber auch nicht. Also ich hatte mein Leben bis jetzt ein einziger Sonnenbrand und das war in Ägypten. Da bin ich 6 Stunden in der Sonne eingeschlafen. Und dann hatte ich Sonnenbrand, das hat 2 Tage gedauert, bis der wieder weg war. Sagen wir mal so, ich kenne andere Leute, ne? Ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen, aber die haben mehr Probleme. Bei mir hat das 2 Tage gedauert, mal so, wenn ich Sonnenbrand habe. Ist das ein bisschen rot, wie halt Sonnenbrand? Ist auch ein bisschen warm. Dann schlafe ich eine Nacht, nächste Tag ist braun. Krass. Da habe ich eigentlich auch kein Problem mehr mit. Das ist am Morgen noch leicht erwärmt, aber wirklich nur ganz leicht, so dass da halt ein bisschen erwärmt ist, aber gut. Sei dir gegönnt, würde ich jetzt so behaupten. Ja. Ich bin schon nicht böse, weil ich so wenig Probleme zur Zeit mit habe. Also da habe ich aber auch keine Probleme mit Sonnenbrand. Ja. Ein bisschen Temperatur oder so, ja, aber. Aber ich bin eh kein Sonnenanbeter, als ich versuche die Sonne zu meiden, so lange wie es geht. Ich wollte gerade sagen, da ich auch kein Sonnenanbeter bin, der sich irgendwie so 3 Stunden in die Sonne knallt, habe ich auch kein Problem mit Sonnenbrand. Das, was ich so durch den Garten oder irgendwie mit den Kindern draußen bin, das geht ohne. Das ist okay. Da habe ich mir jetzt auch toi 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 hier auf Holz geklopft und so keinen Sonnenbrand geholt, aber ansonsten bin ich echt niemand, der so einen ganzen Tag in der prallen Sonne liegt und sagt, ich muss braun werden. Braun. Das Problem damals war, dass ich auf so einer Sonnenliege eingeschlafen bin, über mir war so ein Palmdächer. Ja, und irgendwann zieht die Sonne halt weiter, ne? Nee, und die Sonne kam halt nur so streifenweise auf mich drauf. Ah. Ich sah halt ein paar Wochen aus wie ein Zebra. Weiß, braun. Gibt's davon Beweisfotos? Das hätte ich gern, das würde ich gerne mal sehen. Ich hatte lauter Streifen im Bauch. Das ist auch geil. Jeder hat schon mal kaputt gelacht, wenn ich schwimmen war. Hey, guck mal, das Zebra kommt. Bekannt wie ein bunter Hund, hätte ich fast gesagt. Aber eher bekannt wie ein buntes Zebra passt wohl besser, ne? Ja. Total lustig. Das ist in Kuba passiert. Mit Zebra. Ja. Da hatte ich mich auch nicht heftig verbrannt, da hatte ich halt leichte Sonnenbrand, aber wurde halt nur streifenweise braun. Der Rest war ja im Schatten. Muss man auch mal machen, ne? Ja, nee, war heute aber echt schön, Bootfahren. Schön. Sehr Spaßfahrt, bisschen Ausbildung. Sehr gut. Und das wird uns dazu, wie es können müssen für September. Das ist ja auch schon bald. Das ist die Prüfung. Ja, yeah, ist ja auch schon bald, ne? Also ist ja jetzt nicht mehr so viel Übungszeit. Das ja, aber die Jungs können schon gut fahren. Das ist super. Die Mädels auch, aber die fahren ein anderes Boot, das hat man nicht mit. Hat aber keine Zeit. Sonnenbrand hatte ich auch mal, aber einen Sonnenstich, den habe ich auch gehabt. Ich habe nie einen Sonnenstich, ich habe höchstens einen Stich, aber keinen Sonnenstich. Weil es wieder weh tut, das am Kopf. Seitdem trage ich ja nur noch Mütze. Ja, ich trage draußen auch nur, da ich ja stellenweise auf dem Kopf nicht so viele Haare habe. Ja, kenne ich. Muss ich halt auch Mütze tragen, weil. Ich habe das gehabt, da habe ich meine Mütze vergessen und dann lief er draußen in der Sonne rum. Abends habe ich das gemerkt am Wochenende. Ja, glaube ich. Und seitdem habe ich gesagt, die Mütze darf ich nicht mehr vergessen. Ja, das kenne ich. Wenn das Haar lichter wird, ja. Auch das kenne ich. Und bei dem Foto haben wir ein paar geübt. Du meinst das von heute Morgen im Discord? Ja genau, da waren wir in der Einpark-Session. Okay. Vorwärts, rückwärts einparken mit Boot. Gibt denn die Boote auch beim Rückwärtsfahren?
Nein. Das Gemeine ist halt, dass die nirgends fest sind. Die treiben auch quer, wenn du rückwärts fährst. Ja. Einparken durfte ich neulich auch üben. In einer Autostadt gibt's momentan, kann man mit so Booten fahren. Die haben auch so ein paar Elektrobötchen. Ja. Die sind wirklich nicht schnell. Das ist eigentlich langsam, muss man sagen. Aber was man halt so ohne Führerschein auch mal rausgeben darf quasi. Mhm. Und da war ich aber auch vorsichtig, als ich wieder in den Stegrad gefahren bin. So mit vorwärts, rückwärts und ein bisschen ran gleiten. Aber gut, da stand auch ein Mitarbeiter, der hat mich dann den letzten halben Meter angenommen. Also der hatte Erbarmen oder Angst um sein Boot. Ich weiß es nicht. Vielleicht das Weitere. Ich glaube, sinnvoll ist es. Ja, fahren ja so ein paar mehr Leute und wahrscheinlich hat der ein oder andere schon mal mit Gas drauf gehalten oder so. Also. Aber das ist auch ganz, ganz cool, so ein kleines Bötchen da zu fahren. Schön, wo man rund sitzen kann, mit Schirm in der Mitte, dass man nicht so in der Sonne sitzt. Wie bitte? So ein Donut. Ja, so ein Donut, genau. Mit Grill in der Mitte oder ohne Grill in der Mitte? Nee, ohne Grill. Also, man hätte einen reinsetzen können. Genau, aber bei uns fahren die gerade mit Grill rum, die kannst du mieten. Da kriegst dann im Preis ist ein Satz, also das Fleisch dabei und ein Satz und ein paar Getränke. Dann kannst du ein bisschen spazieren fahren. Fährst du tuckerst auf der Mosel rum, den Donut kriegst du gemütlich ein. Genau, also hätte man auch einen Grill reinsetzen können, da gibt's den nicht, weil du sollst dich da ja nicht verewigen, ne? Also da darf ja jeder mal mitfahren und wenn du da noch Grills beipacken würdest und ein paar Getränke, ich glaube, dann würdest du morgens die ersten drei Boote rausgeben, die sie davon haben und dann nie wieder sehen den Tag. Ja. Deswegen. Ah, stopp. Warte, ich muss einmal hier. Komm ich vor dir weg. Boah, Alter, das war Augenmaß. Hast du deine Schuhe Freitag bekommen? Ich habe meine Schuhe Freitag bekommen, ja. Sehr schön. Ich bin noch hin, hab gesagt, ich brauche Schuhe. Ja. Hat funktioniert. Welche Schuhe? Uwe. Na, erzähl ich später. Uwe. Ja. Original Uwe. Ja. Wo wolltest du denn mähen? Ich wollte hier am Hof. Welche Wiese am Hof? Moment, ich bremse, ich gucke. 24, 25. Warum ist denn im einen Anhänger noch Heu drin? Warum habe ich eigentlich beide mitgenommen? Macht auch keinen Sinn, ne? Braucht einer einen Anhänger? Ich könnte gerade einen abstellen. Ja, die Sojabohnen haben wir jetzt ja nicht so. Oh, Astra hat noch keine Arbeit, sehe ich gerade. Braucht Astra noch Arbeit? Ja, bitte. Okay. Guck mal. Achso, nee, das macht keinen Sinn, wenn ich dir das jetzt gebe, ne? Warte. Die Pferde bräuchten Heu. Ich habe eine Stimme wieder gefunden. Ja. Die Pferde sind trocken. Also die. Oh, guck mal. Achso, dann mache ich. Ich lasse dir den einen Anhänger hier. Vielleicht magst du die Pferde versorgen. Nimm Anhänger. Nee. Da musst du Ballen rein. Ach, da müssen ja Ballen rein. Aber gut, ich kann da rein shoppen. Ja. I'm sorry. Ich kümmere mich um die Pferde. Tut mir leid, jetzt muss ich hier rückwärts wieder randrehschämeln, ne? Ja, du wolltest das so. Ich kümmere mich um die Pferde. Mhm. Ich blamier mich nur ein bisschen mit dem Drehschämeln. Ist die andere auf die Wies? Das ist nicht schlimm, das kennen die Zuschauer ja schon. Ach, nicht schön, aber immerhin habe ich zusammengekoppelt gekriegt. Also wer ist noch der erste Stufe? Ne, 24, 25 sind verdorrt. Okay. Also laut meiner Anzeige. Und die 26 auch. Aber die 26 ist ja die Schafswiese. Wie geil du läufst. Die 30 auch. Bei mir sind die alle orange. Ich sehe keinen verdorrt. Nee, wenn du erntereif ausmachst. Ach so, jetzt dann ja. Dann sind sie verdorrt. Dann heißt es ja, dass sie in der zweiten Erntereifstufe sind. Ja. Habt ihr schon mal drauf geachtet, wie geil die wirklich. Laufen die Enten, wenn die wirklich laufen, nicht wenn die gehen, sondern wie das aussieht, wenn die laufen? Ja, hab schon drauf geachtet. Ey, ich guck mir das gerade an, phänomenal. Ich hab vorhin die Kühe gefüttert und die waren jetzt alle draußen. Ja. Und als ich die da den ersten Hänger Heu reingekippt habe, sind die aber alle auf einmal alle angekommen. Na, meinst du, hatten Hunger? Ja. Die kamen auf einmal alle an. Ich denke, hä? Wo kommt die jetzt auf einmal her?
Da freut man sich dann, dass die Gott sei Dank keine Kollision haben und man durchfahren kann. Ja. Hat im LS etwas Gutes, würde ich behaupten. Ja. Prima, perfekt. Guti, liebe Leute, ich würde sagen, während ich jetzt hier einfach einmal überlade, warte, dass der Korntank abgewunkert ist, machen wir Feierabend für den Moment. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.